Lakshman Jhula, der Name einer Brücke in der Stadt Rishikesh. Ja, Lakshman Jhula, ist eine Brücke, die es schon länger gibt. Lakshman Jhula besteht aus zwei Teilen, Lakshmana und Jhula. Lakshmana war ein Bruder von Rama und Lakshmana soll an der Stelle gelebt haben, wo die Brücke gebaut wurde. Nach der Ramayana, also nach dem Krieg in der Ramayana, nach dem Kampf, haben sich Rama, Bharata und Lakshmana eine Weile am Ganges niedergelassen, um dort Tapas zu üben, intensive Praktiken. Letztlich auch, um zu sühnen für all diese Kämpfer, die dort waren, um sich zu reinigen, zu spiritualisieren, um spirituelle Kraft zu bekommen, anschließend rechtschaffen zu regieren. Und Bharata selbst war dann mehr im heutigen Rishikesh selbst. Dann gab es Lakshmana, der war eben dort ein Tapovan, also da, wo jetzt Lakshman Jhula war. Und Rama war eigentlich da, wo jetzt der Shivananda Ashram Rishikesh ist. Da gibt es halt auch einen Rama-Tempel. Diese Region, also um Rishikesh herum, ist eine Rama-Region. Und so wird auch die Brücke um den Shivananda-Ashram herum, die jetzt existiert, als Ram-Jhula bezeichnet. Jhula heißt eigentlich Schaukel. Ist eine Art Hängebrücke. Wenn du über die Jhula drüber gehst, weißt du warum. Dort schaukelt es ganz schön. Früher, als die Brücke noch einfacher war, hat es noch mehr geschaukelt. Aber auch heute, wenn du auf der Brücke bist, dann schaukelt es so ein bisschen. Also Lakshman Jhula, die Hängebrücke an der Stelle, wo Lakshman gelebt hat, um dort Tapas zu üben, intensiv zu praktizieren. Lakshman Jhula gab es schon zu Shivanandas Zeiten. Dagegen die Brücke, die jetzt am Shivananda Ashram rüberführt, zur Swag Ashram, die gab es früher nicht. Die ist eigentlich errichtet worden zum 100. Geburtstag von Swami Shivananda 1987 und sie hieß ursprünglich Shivananda Jhula. Aber die Menschen aus der Gegend hatten gedacht, es gibt Lakshman Jhula, dann nennen wir die jetzt Ram Jhula. Denn an der Stelle hat sich eben Rama niedergelassen und dort spirituelle Praktiken geübt. Und so ist Ram Jhula auch mit dem besonderen Segen von Rama angereichert. Lakshman Jhula, die Brücke von Lakshmana. Da soll auch Lakshmana tatsächlich den Ganges überquert haben oder die Ganga, den Fluss Ganges, überquert haben. Also Lakshman Jhula, Brücke bei Rishikesh, Brücke, die dem Lakshmana gewidmet ist.